Der Krieg, er zieht sich etwas hin. Freundlicherweise für uns dargestellt von Mitwirkenden des jährlichen Spektakels in Rothenburg ob der Tauber. Die Deutschen hatten es Gustav Adolf zu verdanken, dass in großen Teilen des Reichs der Kriegszustand wiederhergestellt wurde. Die Sachsen fielen in Böhmen ein, die Schweden drangen nach Franken und Bayern vor, sowie bis in das Elsass. Die Landbevölkerung flüchtete in die befestigten Städte, in denen zwangsläufig Hungersnöte ausbrachen. Im Jahr 1632 starben allein im überfüllten Nürnberg 30.000 Menschen. Die hohe Sterblichkeit wurde zum Trauma der Epoche. Nicht für den Hochadel, versteht sich. Ein zum Frieden mahnendes Flugblatt zeigt sie ungerührt beim Tanz. Die kriegführenden Potentaten, Mächte und Stände. Das waren nunmehr einerseits Spanien, Österreich-Habsburg, die katholische Liga, andererseits Schweden, Frankreich, die Niederländische Republik und protestantische Herrschaften. Die Mehrheit der Reichsstände drängte auf Frieden. Auf Reichs- und Kurfürstentagen forderten sie die Großmächte und den Kaiser immer wieder auf, ihre Forderungen und Kriegsziele zu mäßigen. Die aber setzten weiter zwanghaft auf den Sieg ihrer Armeen. Und so ging es weiter bis zum Ende. Als ein ständiger Kongress 4 Jahre lang um Land und Leute schacherte. Zur Disposition stand ungefähr 1/3 des Reichsgebiets. Nach dem Kriegseintritt Schwedens standen alle Gebietsforderungen fest, die auch noch in Osnabrück und Münster verhandelt wurden. Frankreich wollte das Elsass sowie weitere linksrheinische Territorien. Strittig waren noch 10 Bistümer sowie die Pfalz, die der Kaiser dem Bayern Maximilian übereignet hatte, und Mecklenburg, das an Wallenstein gefallen war. Schweden verlangte Pommern und etliche Bistümer. Das Flugblatt zeigt über 100 von Schweden eroberte Bistümer und Städte. Als sei er der Kaiser, verteilte Gustav Adolf sie an protestantische Landesherren oder stellte sie unter schwedische Verwaltung. Wollte er Kaiser werden? Er hat es angedeutet. Vom Kaiser erneut zum Feldherrn ernannt, hatte Wallenstein in Mähren eine neue Armee aufgestellt. Im Juni 1632 vertrieben 35.000 Kaiserliche die Sachsen aus Böhmen und marschierten nach Nürnberg, um die schwedische Hauptarmee einzuschließen. Nachdem Krankheiten und verlustreiche Kämpfe beide Armeen ziemlich dezimiert hatten, verließen sie im September ihre Stellungen. Gustav Adolf ließ seine Truppe nach Donauwörth marschieren. 5 Tage später setzte Wallenstein die kaiserliche Armee nach Kursachsen in Marsch. Das Theatrum meldete: Die Einwohner in Sachsen wurden mit Plündern, Brennen und Morden verfolgt und das Land an der Elbe aufs Äußerste ruiniert. Wallenstein rückte mit der Armee vor Leipzig und zeigte sie den Bürgern in voller Schlachtordnung, worauf diese am 2. November kapitulierten. Als auch Pappenheim mit 10 Regimentern nach Sachsen vorstieß, musste der Kurfürst die Kapitulation ins Auge fassen. Gustav Adolf konnte es nicht riskieren, seinen mächtigsten Bundesgenossen zu verlieren. Er verzichtete, wenn auch ungern, auf weitere Eroberungen im Süden und ließ nach Sachsen marschieren. Der Vormarsch der Kaiserlichen endete an der Elbbrücke bei Torgau, die von kursächsischen Regimentern verteidigt wurde. Wallenstein hielt daraufhin die Saison für beendet und sorgte sich um die Winterquartiere. Er nahm an, dass Gustav Adolf das vernünftigerweise auch im Sinn hatte. Obwohl die schwedische Armee in der Nähe lagerte, entließ Wallenstein die Pappenheimer. Sie sollten Geld und Quartiere beschaffen.
Der Krieg hat Pause, glaubt Wallenstein, und setzt die Armee nach Leipzig in Marsch. Auch Gustav Adolf lässt marschieren, und zwar hinterher. Ein paar Kilometer weiter bei Lützen hört Wallenstein das Abwehrfeuer seiner Nachhut. Er erkennt seinen Fehler und schickt einen Kurier hinter Pappenheim her. Die Nachricht wurde hinterher beim toten Pappenheim gefunden. Der Feind ist all hier. Der Herr lasse alles stehen und liegen und begebe sich hierher. Wallenstein lässt Gräben ausheben und die Artillerie bei den Mühlen aufstellen, die damals hier standen. Der schwedische Bericht über die Schlacht. Der Feind hat mit seinen Stücken bei den Windmühlen am 16. November morgens zeitig auf die königlich-schwedischen zu spielen angefangen. Darauf hat ihre königliche Majestät bei der ganzen Armee gute Ordnung und Vorkehrungen gemacht und sie in Schlachtordnung aufgestellt. Da es neblig war, ist der König mit zwei Sattelknechten hinausgeritten, um das Feld zu rekognoszieren. Hier, irgendwo im Umkreis der Gustav-Adolf-Gedenkstätte, soll es passiert sein. Der König gerät an einen Trupp kaiserlicher Reiter. Einer seiner Knechte soll sterbend berichtet haben: Als sich der König verschossen hatte, griff er nach dem Degen, wurde aber von etlichen Schüssen getroffen. Als er vom Pferd sank, blieb ein Fuß im Bügel hängen. So hat das Pferd ihn ein Stück Wegs geschleift und die Reiter haben weiter auf ihn gestochen und geschossen. Der schwedische Stab lässt weiter kämpfen, als das Pferd ohne König blutbefleckt zurückkehrt. Jetzt steht es in Stockholm. Das Kommando übernimmt der Heerführer Herzog Bernhard von Weimar. Nach schweren Verlusten auf beiden Seiten wenden sich viele kaiserliche Regimenter zur Flucht. Da greift der herangeeilte Pappenheim mit seiner Truppe ein. Es wurde ernst. Die Flüchtigen haben sich wieder gesammelt, sind mit Hilfe der Pappenheimischen auf das Geschütz zugeeilt und brachten es wieder in ihre Gewalt. Gleichwohl haben die Schwedischen den Feind wieder angegriffen, ihm alle Stücke wieder abgenommen und sich gegen ihn endlich behauptet. Als sie die finstere Nacht umgab, haben sich die Kaiserlichen retiriert und den Schwedischen das Feld gelassen. Die Anzahl derer, die auf der Waldstadt geblieben, belief sich auf 9000 Mann. Darunter der Abt von Fulda und der Generalgraf von Pappenheim. Gustav Adolfs Leiche wurde nach der Schlacht gefunden. Theatrum. Er hat 11 Schüsse und Stiche gehabt und war bis aufs Hemd ausgezogen. Bei Lützen versammeln sich jährlich am Todestag trauernde Protestanten aus Deutschland und Schweden zu einem Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Gedächtniskapelle. Die Stätte entspricht dem Bild des edlen Glaubenshelden, das die protestantische Propaganda eifrig ausgemalt. Was immer Gutes er aber gewollt haben mag, tatsächlich verlängerte der Kriegseintritt Schwedens das Kriegselend in Deutschland. Nach dem Gottesdienst kommt es am Denkmal zur Trauerarbeit, wobei offenbar nur ein Kriegsopfer gemeint ist. Die anderen waren eben keine Helden. Etwa die 30.000 Menschen, die in Nürnberg starben, als die schwedische Armee die protestantische Stadt monatelang beschützt hatte, um allein von Nürnberg zu reden. Als er vom Tod des Königs erfuhr, soll Kaiser Ferdinand Bedauern bekundet haben. Man stand sich nahe in großer Höhe. Persönlich hatten sie nichts gegeneinander. Der Trauerzug mit der königlichen Leiche war mehr als ein halbes Jahr in Deutschland zwecks Ausstellung unterwegs. Im Juli 1633 wurde sie schließlich in Wolgast nach einer pompösen Abschiedsfeier nach Schweden eingeschifft. Die Ruhestätte in Stockholm, eine Sehenswürdigkeit.
Gustav Adolf, fortan der Große genannt, wie es erfolgreichen Eroberern gebührt. Der schwedische Reichsrat stattete Kanzler Oxenstierna mit allen Vollmachten aus, die sich Gustav Adolf in Deutschland angemaßt hatte. In Heilbronn schlossen dann die protestantischen Stände mehrerer Reichskreise ein von Oxenstierna angeführtes Bündnis. Die Krone Schweden übernahm in den besetzten Gebieten und Städten auch die politische Herrschaft, vergab Privilegien, erhob Steuern und Zölle. Das Amtsschild des schwedischen Zolls in Lauingen bei Ulm. Es war kein Friede in Sicht, weil Schweden bei seinen Maximalforderungen blieb. Vor allem die Kriegsgewinne wollte der Kaiser auf keinen Fall herausrücken, nämlich die Pfalz, Mecklenburg und die säkularisierten Bistümer. Ferdinand setzte daher weiter auf einen Separatfrieden mit dem sächsischen Kurfürsten Johann Georg. Wallenstein sollte ihn erzwingen und aushandeln. Wallenstein hatte seine Truppen nach der Schlacht bei Lützen in Böhmen wieder auf den alten Stand gebracht. Von Böhmen aus ließ Wallenstein mehrere Vorstöße nach Schlesien und Sachsen unternehmen, wobei die kursächsische Armee unter Arnim schonend behandelt wurde. So schlugen die Kaiserlichen bei Steinau ein schwedisches Korps, ließen aber die Kursachsen entkommen. Wallenstein verhandelte gleichzeitig mit Arnim. Kursachsen sollte sich von Schweden trennen, aber nicht geschlagen werden. Die sächsische Armee wurde geschont, nicht aber Land und Leute. Die Stadt Bautzen wurde angezündet, nachdem die Kaiserlichen die Stadt erobert hatten, aber wieder verlassen mussten. Die Bürger hatten vorher 100.000 Reichstaler Brandschatzung gezahlt. Genützt hat es ihnen nichts. Bei einem Vorstoß wallensteinischer Regimenter nach Sachsen im August 1633 ging es laut Theatrum so zu. Die Körper der zu Tode geschändeten Weiber und anderer Ermordeter konnten nicht alle begraben werden. Die Toten lagen auf den Gassen und auf dem Feld und es konnte der Jammer nicht genugsam beschrieben werden. Während die Wallensteinischen in Schlesien, Sachsen und Brandenburg hausten, vertrieben schwedische Korps kaiserliche Besatzungen aus dem Stift Magdeburg, aus Westfalen, aus Holstein und aus dem Elsass. Ein schwedisches Heer unter Gustav Horn stieß vom Rhein bis nach Bayern vor, ein weiteres unter Bernhard von Weimar aus dem Bistum Würzburg. So kam das Elend über das lange verschonte Bayern. Viele Städte wurden mehrfach erstürmt, mal von dem einen, mal von dem anderen. Zum Beispiel Eichach. Bei der zweiten Eroberung durch die Schweden meldet die Tafel: geplündert und zum Teil niedergebrannt. Worauf die Bayern unter General Werth die Stadt zurückeroberten. Nicht ohne Beistand aus hiesiger Sicht. Trotzdem wurde Eichach beim nächsten Angriff der Schweden meist in einen Schutt- und Aschenhaufen verwandelt. Oder Landsberg am Lech zum Beispiel. Theatrum: die Schwedischen haben Landsberg stark beschädigt und mit Gewalt eingenommen. Den Bürgern und Bauern wurde wegen ihrer an den Schwedischen verübten Grausamkeiten hart zugesetzt. Um die gänzliche Verwüstung von Bayern zu verhindern, forderte Maximilian den Beistand wallensteinischer Regimenter an. Wallenstein lehnte ab. Er ließ ausrichten, die Teilung seiner Armee sei zu riskant. Tatsächlich hatten die Schweden nur darauf gewartet. Verrat, Verrat, tönten trotzdem Wallensteins Feinde am Wiener Hof. Seit geraumer Zeit verlangten sie vom Kaiser die Absetzung und Beseitigung des Feldherrn. Die spanischen und bayerischen Gesandten aus politischen Gründen, Kleriker und Höflinge, um an Wallensteins Vermögen zu kommen. Habsucht und Ehrgeiz treiben auch den Sohn des Kaisers um. Ferdinand will als Nachfolger Wallensteins den Oberbefehl über die Armee. Alles wird Wallenstein von nun an als Verrat ausgelegt. Sogar mit Schweden soll er konspirativ verhandelt haben. Aber es gab keine Beweise. Dafür meldet der kaiserliche General Piccolomini Ungeheuerliches. Wallenstein habe ihm gesagt,
Ich will Österreich angreifen, den Kaiser gefangen nehmen und das Haus Habsburg ausrotten. Das war's. Ende Januar fertigt Kaiser Ferdinand zwei öffentliche Befehle aus. Der erste betrifft die Entlassung Wallensteins. Der zweite regelt die Enteignung der Güter Wallensteins und seiner Anhänger. Der dritte war geheim und er ging an die Generäle Gallas und Piccolomini. Der Befehl lautet, das Haupt und die vornehmsten Mitverschworenen, wenn möglich, gefangen zu nehmen oder als überführte Schuldige zu töten. Am 21. Februar 1634 erfährt Wallenstein in Pilsen, dass der Kaiser ihn entlassen hat. Aufbruch nach Eger. Die Wertsachen und der Hofstaat kommen mit. Die Artillerie bleibt da. Nur ein paar hundert Soldaten begleiten ihn. Unterwegs beim Dorf Plan soll sich Wallenstein erneut selbst verraten haben gegenüber Offizier Leslie. Dem soll er gesagt haben, ich werde gegen das Haus Österreich marschieren. Was wollte Wallenstein in Eger? Sicher mit Kursachsen und auch mit den Schweden verhandeln. Mit welcher Absicht hat er schriftlich nicht mitgeteilt. Dass er gegen den Kaiser Krieg führen wollte, behaupten nur die, die ihn zu Tode gebracht haben. Und zwar in diesem Haus. Unklar ist, wie man es nennen soll, was man Wallenstein hier angetan hat. Hier auf der Gedenktafel ist von Mord die Rede. Und so halten es alle, die dem Hause Habsburg ungünstig gesonnen sind. Das Museum zur Tat. Alles, was wir über sie wissen, stammt von den Tätern. Und die behaupten, sie hätten vom Verrat Wallensteins erfahren. Erstens von ihm selbst, zweitens durch den Befehl des Kaisers. Juristisch gesehen hatte der Kaiser ein Todesurteil ausgesprochen, nach Beratung mit seinen Räten. Demnach hätten die Offiziere Leslie, Gordon und Butler in Eger nur eine Hinrichtung durchführen lassen. Allerdings wurde der Verrat nur von den Tätern und Piccolomini bezeugt. Es dauerte Monate, bis der Hof die Schrift zur Begründung der Tat vorlegen konnte. Eindeutige Beweise waren trotz eifriger Suche nicht gefunden worden. Auch vom Tathergang gibt es nur die offizielle Version der Täter. Demnach haben sie vier Gefolgsleute Wallensteins zum Abendessen in die Burg von Eger gebeten. Der Bericht von Gordon. Zwischen 9 und 10 Uhr ist in höchster Stille eine Kompanie Dragoner eingelassen worden. Der Kapitän ist eingetreten und hat geschrien, wer ist gut kaiserlich? Hierauf die Herren Butler, Gordon und Leslie, wie ward Ferdinandus schnell geantwortet und die Waffen ergriffen. Die Herren Illo und Kinski sind gleich liegen blieben. Graf Terzky kam noch in das Vorhaus. Rittmeister Niemann floh nach zwei Stichen in die Speisekammer, fiel um und starb. Dann wurde ein Trupp Musketiere in die Unterkunft Wallensteins beordert. Eine Gefangennahme verwarfen die Täter, weil er in drei Tagen eine Armee zusammenbringen würde. In der Apologie musste aber eingeräumt werden, dergleichen Armee er niemals gehabt. Gordons Bericht. Die Musketiere schrien, Rebellen, Rebellen, und öffneten das fürstliche Zimmer. Die fürstliche Gnaden lehnte im bloßen Hemd am Tisch und sagte nicht mehr als, ah, Guardier, Schonung. Er wurde vom Kapitän mit den Worten, du schlimmer, meineidiger, alter, rebellischer Schelm, mit der Partisane durchstochen, worüber er zur Erde fiel und starb. Die Täter wussten, dass ihnen ein toter Wallenstein mehr einbringen würde als ein lebender. Ein Prozess hätte nämlich wegen der schlechten Beweislage die Enteignung der Güter verzögert. Was in Eger greifbar war, wurde auf der Stelle entwendet. Piccolomini reiste eilig an, um die privaten Plünderungen zu unterbinden und schriftliche Beweise für den Verrat zu sichern. Er suchte vergeblich.
Kaiser Ferdinand ordnete an, für das Seelenheil der Verblichenen in Österreichs Kirchen 3000 Messen zu lesen. Sodann ging es an die Verteilung der Beute. Friedland und Reichenberg, geschätzte 500.000 Gulden wert, gingen an den kaiserlichen Feldherrn Gallas für die Einfädelung der Tat. Schloss und Herrschaft Nachod ließen das Vermögen Piccolominis um 215.000 Gulden anwachsen. In der gleichen Größenordnung fiel die Vergütung für Gordon und die zu Grafen ernannten Butler und Leslie aus. Die rangniederen Mittäter erhielten zwischen 40.000 und 12.000 in Liegenschaften oder bar. Alles, was Wallenstein nach der Zerschlagung der protestantischen Stände Böhmens gewonnen hatte, wechselte erneut den Besitzer. So seine riesigen Güter und Jitschin seine Residenz. So der Park mit der Lindenallee, die zu einer Loggia führte und weiter zu einem Kloster, das der Kriegsunternehmer zu seiner Ruhestätte bestimmt hatte. Alles wurde verscherbelt oder beliehen oder transferiert. So sein Palais in Prag. Und alle hielten sie die Hände auf. Des Kaisers Sohn Ferdinand, die Kriegsräte, der Jesuitenorden, der spanische Gesandte. Sie langten derartig hin, dass für die Kriegskasse des Kaisers nichts übrig blieb. Sohn Ferdinand III., schon König von Böhmen und Ungarn, wurde Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, Gallas sein Stellvertreter. Zunächst schien es, als gingen die schönen Zugewinne wieder verloren. In Schlesien brachten die kursächsische Armee und einige schwedische Regimenter einem kaiserlichen Korps eine schwere Niederlage bei. Theatrum. Man hat Nachricht, dass auf der Wallstadt 4000 Kaiserliche geblieben sind. 1400 wurden gefangen. Als Vorleistung für einen Separatfrieden zog sich die kursächsische Armee plötzlich aus Böhmen zurück. Die Diplomaten des kriegsmüden sächsischen Kurfürsten waren mit ihren kaiserlichen Kollegen in Verhandlungen eingetreten. Die schwedischen Regimenter mussten nun ebenfalls Böhmen verlassen. Der schwedische Truppenführer Baner schrieb empört an Oxenstierna: Sie hoffen nach einem Streich gegen uns einen leichteren Frieden zu erlangen. Der Streich zeichnete sich ab. Am 29. Juli 1634 ergaben sich die Schweden und die Bürgerwehr von Regensburg der Belagerungstruppe unter Ferdinand III. Und dem bayerischen Kurfürsten. Theatrum. 63 schwedische Offiziere und an die 600 gemeine Soldaten sind geblieben. Von den Bürgern blieben kaum 800 am Leben. Alle darüber sind bei über 400 Ausfällen umgekommen. Beim Vormarsch donauaufwärts kamen die bayerisch-kaiserlichen am 18. August vor dem schon belagerten protestantischen Nördlingen an. Die hart bedrängten Nördlinger baten die schwedischen Feldherren Gustav Horn und Bernhard von Weimar um Beistand. Hunger, Pest und das Sterben fangen an einzureißen. Es ist nicht möglich, sich länger zu halten. Der schwedische Stab stimmte zu. Obwohl sich um Nördlingen zu den 24.000 bayerisch-kaiserlichen ein Korps von 15.000 Spaniern gesellt hatte, die in die Niederlande unterwegs waren. Das Diorama der Schlacht im Nördlinger Museum. Am 5. September konnten die Schweden nach schweren Gefechten mehrere Berge südlich von Nördlingen einnehmen. Nur der Sturm auf die höchste Erhebung, den Aalbuch, misslang. Gallas ließ den Berg in der Nacht verschanzen. Am nächsten Tag berannten die Sturmtruppen Horns mehrere Stunden lang vergeblich den Aalbuch. Theatrum. Sie haben an die 17 Stürme auf diesen Posten in 6 oder 7 Stunden getan, während immer wieder frische spanische Truppen zur Defension des Postens herangeführt wurden. Als die dezimierten Sturmabteilungen vom Berg zurückströmten, gerieten sie in die ebenfalls auf der Flucht befindlichen Regimenter Weimars. Die resultierende Konfusion besiegelte die schwedische Niederlage.
Das Fußvolk, die Geschütze und die Bagage sind stehen geblieben und wurden von den Kaiserlichen ganz umringt, wobei alles niedergemacht worden ist. Es war ein Verlust von 12.000 Mann Toten, 6.000 wurden gefangen, unter vielen Offizieren auch Feldmarschall Horn. Viele andere wurden hart verwundet. Die Sieger haben 80 große Geschütze und 4.000 Wagen bekommen und eine solche Beute, davon das ganze Lager der Sieger reich werden konnte. Eine Tagung des Heilbronner Bundes in Frankfurt löste sich ohne Beschlussfassung auf, als die Nachrichten aus Nördlingen eintrafen. Die Teilnehmer mussten sich beeilen, um vor den kaiserlichen Truppen in ihrer Heimat einzutreffen. Die verbliebenen schwedischen Truppen und ihre Verbündeten mussten sich nach Norden und ins Elsass zurückziehen. Das Kriegselend folgte ihnen. Kaiserliche überall Herr und Meister, meldet das Theatrum. Und weiter? Gleich wie nun die Kaiserlichen in dem Schwabenland und Herzogtum Württemberg mit Rauben, Morden, Sengen, Brennen und anderen Exzessen das Alleräußerste getan. Es ging im Reich in dieser Zeit erbärmlich her, und es wusste niemand, wer da Freund und Feind wäre, da war kein Unterschied der Orte oder Personen in Heiligem und Unheiligem. Erinnerungen des Daniel Mink aus Großbiberau. Bald fielen die Schweden über den Rhein herüber und jagten die Kaiserlichen aus ihren Quartieren. Bald jagten diese wieder jene hinaus. Dadurch wurde das ganze Land zwischen Rhein und Main verelendet. Den Menschen wurde nachgejagt wie einem Wild. Fing man einen, so wurde er unbarmherzig misshandelt, damit er Geld und Vieh verriete. Manche wurden nackt an den heißen Ofen angebunden, aufgehängt und mit Rauch gedämpft. Weil keine Lebensmittel mehr da waren und um solcher Tyrannei zu entgehen, wurden alle Dörfer von den Einwohnern verlassen. Die Leute wurden mit Wasser oder Jauche getränkt, die man ihnen zuberweise in den Hals schüttete, worauf man ihnen mit Füßen auf die dicken Bäuche sprang. Reinheim und Zwingenberg standen 2 Jahre ganz leer und offen. Und in diesem Jahr wurde die Vorstadt von Reinheim von den Schwedischen bis auf 3 oder 4 Häuser niedergebrannt. Viele verkrochen und versteckten sich zwar in Wäldern, Höhlen, Klüften und so weiter. Aber sie wurden auch hier aufgespürt, denn die Soldaten hatten menschenspürige Hunde bei sich. Darum floh alles auf die Schlösser. Da lagen alle Gassen, Höfe und Winkel voller Leute, besonders zu Lichtenberg. Es war aber nur ein kleiner Behelf, denn die Stuben waren so voll, dass sie nur stehen konnten. Viele lagen in Regen, Schnee und Kälte unter freiem Himmel. Zwischen und neben den Kriegsrouten schickte Gott uns die Pestilenz, von der die Leute schnell und haufenweise dahinfielen, sodass man sie gar nicht alle begraben konnte. Frohlocken herrschte nach der Wende bei den geistlichen Fürsten. Theatrum? Ihre fürstliche Gnaden, Herr Bischof zu Würzburg und Bamberg, ist mit der kaiserlichen Armada zurückgekommen, um sich seiner Schafe und Untertanen wiederum anzunehmen. Zum Beispiel Augsburg. Die Bürgerschaft musste vom schwedischen König auf den Kaiser zurückschwören und die Kirchen zurückgeben, sodass die Evangelischen ihre Predigten und Gottesdienste von da an unter dem freien Himmel haben verrichten müssen. Die Frankfurter Bürgerschaft musste feststellen, dass Gustav Adolfs Messeprivileg nun nichts mehr wert war. Sie wendeten sich so energisch, dass sie ihre Truppen gegen die schwedische Garnison in Sachsenhausen antreten ließen. Die meisten protestantischen Städte und Landesherren hatten nicht nur genug vom Krieg, sondern auch von ihrem Bundesgenossen. Die Diplomaten des sächsischen Kurfürsten
handelten mit denen des Kaisers einen Separatfrieden aus, auch für die Mehrheit der protestantischen Stände. Nach langem Schachern kam dieser Handel zustande. Die protestantischen Stände kehren zum Reichsverband zurück und verbünden sich mit dem Kaiser. Dafür zahlt Kaiser Ferdinand einen hohen Preis. Er verzichtet weitgehend auf die Rückgabe säkularisierter Bistümer und Klöster. Die Besitzstände des Jahres 1627 werden wiederhergestellt. Der Kaiser erlässt eine Amnestie für alle, die sich mit Schweden verbündet hatten. Die Erben der Pfalz und Hessen-Kassel bleiben allerdings von der Amnestie ausgeschlossen und damit die Rückgabe ihrer Territorien. Meldung im Theatrum. Am 30. Mai sind die kursächsischen Gesandten auf das Schloss zu Prag gefahren und haben mit den kaiserlichen Herren Gesandten den Friedensschluss vollzogen. Dabei und danach sind 50 Geschütze abgefeuert worden. Die Kaiserlichen haben die Kursächsischen zu sich zu Gast geladen und es ist da alles fröhlich und wohl zugegangen. Die schlechte Nachricht. Ihrer Majestät zu Frankreich missfällt der Friedensschluss und hat sehr erhitzt zum Krieg geboten und auf Lothringen marschieren lassen. Kaiser Ferdinand erklärt Frankreich den Krieg. Auch Spanien zuliebe, das allein nicht mit den Niederländern und den Franzosen fertig wird. Ende 1635 hatte der Kaiser bis auf Hessen-Kassel alle Stände und Fürsten im Reich bezwungen oder auf seine Seite gebracht. Der Reichstag trat der Kriegserklärung nicht bei, bewilligte aber Kriegssteuern. Damit wurde das Reich zur Kriegspartei. Schlagzeilen im Theatrum. Große Hungersnot in ganz Deutschland, besonders im Elsass. Tote Menschen von Armen gefressen. Magdeburg wiederum von Sächsischen und Kaiserlichen belagert. Großes Sterben und Elend in der alten Mark Brandenburg. Blutiges Treffen zwischen den Kaiserlichen sowie Kursächsischen und den Schwedischen bei Wittstock. Im Oktober schlugen die Schweden unter General Banner eine kursächsische kaiserliche Armee aus dem Feld. Theatrum. Die Schwedischen haben dann in währendem Nachhauen mit Niedermachen großen Schaden getan. Fast 7000 Tote bedeckten am Ende das Schlachtfeld. Davon 5000 kursächsische und kaiserliche. Das militärische Gleichgewicht pendelte sich wieder ein. Der Krieg. Er zog sich weiterhin. Kaiser Ferdinand II. Starb am 15. Februar 1637. Sein Sohn, der nunmehr dritte Ferdinand, sorgte als Nachfolger für habsburgische Kontinuität. Das Theatrum. Von der großen Hungersnot zu und um Worms, Frankfurt und dem fränkischen Kreis zu Wertheim. Die armen Leute da sind so ins Elend geraten, dass sie Vorbeireisende und andere ermordet, jämmerlich zermetzelt, gekocht, gesotten, gebraten und aufgegessen haben. Ein Brief aus Coburg an den schwedischen Oberst Wrangel. Wie im Vergangenen, so schlachteten auch in diesem Jahr Mütter ihre Kinder und verzehrten sie, während sich andere ertränkten. Im Nordosten konnten die Schweden die Städte Stralsund, Demmin, Greifswald und Anklam halten. Unter dem ehemaligen Anklammer Pferdemarkt haben die Archäologen Andrea Popp und Holger Fries einen Notfriedhof gefunden, den sie der Zeit der Belagerungen zuordnen. Der katholische Feldgeistliche Thomas Carve. Anklam wurde im Januar ohne Furcht belagert. Auf dem Weg verloren wir viele Pferde, weil es an Futter und gar an Stroh mangelte.
Auch ward die Kälte so scharf und groß, dass die armen Soldaten im Fortschreiten da niederfielen. Alle glaubten, sie würden im Frühling mit Geld und neuen Kleidern versehen. Aber wir mussten dann doch ohne Geld und übel bekleidet ins Feld ziehen. So wird die Welt mit eitlen und lügenhaften Verheißungen regiert. Schuld am Soldatenelend seien die Kriegsgewinnler. Nichtswertige Höflinge, kaiserliche und fürstliche Schmutzbuben. Die verelendete kaiserliche Truppe in Pommern setzte sich ab, als Verstärkungen aus Schweden eintrafen. Das war die Wende im Nordosten. Baneas schwedisches Korps rückte Anfang 1638 wieder nach Thüringen und Sachsen vor. Das Ziel war, wie schon mehrfach, die reichlich Beute verheißende Stadt Prag. Zweiter Teil des Plans der anti-habsburgischen Allianz. Die im Elsass und Frankreich liegende schwedisch-weimarische Armee soll des Müßiggangs entraten und über den Rhein nach Süddeutschland vorstoßen, wenn möglich bis Wien. Aber in Breisach verhinderte eine starke kaiserliche Garnison den Einmarsch nach Süddeutschland. Bernhard von Weimar, inzwischen von Frankreich bezahlt, wird von Richelieu gedrängt, endlich über den Rhein vorzustoßen. Ihr Finger ist keine Brücke, Herr Pater, soll Weimar entgegnet haben. Die Brücke bei Rheinfelden bot sich an, was allerdings auch dem bayerischen General Werth nicht verborgen blieb. Die Weimarischen rücken von Frankreich aus nach Rheinfelden vor, aber die Bayerischen setzen sich ebenfalls in Marsch. Die Garnison in Rheinfelden wird rechtzeitig verstärkt, sodass sich die weimarischen Sturmabteilungen blutige Köpfe holen, als sie der Brücke habhaft werden wollen. Bernhards Hauptarmee geht es auch nicht viel besser, als sie von den Bayern zur Schlacht gestellt wird. Nach kurzer Gegenwehr nehmen die Weimarischen Reißaus. Die Bayerischen halten sich allerdings zu lange mit der Plünderung der Bagage auf, statt ihre Feinde zu verfolgen. So können sich die Weimarischen vor Rheinfelden wieder in aller Ruhe versammeln. Als die beutebeladenen Bayerischen drei Tage später auftauchen, fallen die ihrer Habe beraubten Weimarischen hochmotiviert über sie her. Die eine Hälfte der Bayerischen macht sich angesichts des Ungestüms der Angreifer davon. Die andere Hälfte ergibt sich. Die Schlacht bei Rheinfelden leitete die Wende im Südwesten ein. Bernhard von Weimar konnte fast den ganzen bayerischen Stab mit dem bis dahin enorm erfolgreichen General von Werth als Gefangene begrüßen. So kam es, dass sich auch im 20. Jahr des Krieges keine Aussicht auf Frieden bot. Die Verteidiger Rheinfeldens ergaben sich nach der Schlacht und Weimars Armee rückte zunächst nach Breisach vor, aus strategischen Gründen. Die kaiserliche Garnison in Breisach stand nämlich Vorstößen nach Bayern im Weg. Die Weimarischen schlossen Breisach ein, um die Besatzung auszuhungern. Natürlich darbten vor allem die Zivilisten. Der Straßburger Chronist: Wie erbärmlich es in dem unglücklichen Breisach zugegangen ist, ist kaum zu beschreiben. Die Belagerungskämpfe zogen sich über Monate hin. Die Reichsarmee, die im August 1638 Breisach freikämpfen sollte, kam nur bis Wittenweier am Rhein. Das Theatrum meldete: Die Weimarischen sind am 9. August bei Wittenweier an sie gekommen. Die Reichsarmee verlor die Schlacht, das Reich und Habsburg dadurch das Elsass. Vor
Von den kaiserlichen und bayerischen sind über 1500 Mann auf dem Platz erlegt worden. Viele andere wurden gefangen. Von 12.000 Mann haben sich nur noch 3.500 versammelt. Am 17. Dezember konnte Bernhard von Weimar in Breisach einziehen, nachdem sich die ausgehungerte Garnison ergeben hatte. Die Belagerten hatten einige gefangene Weimarische geschlachtet und verzehrt. Aber Bernhard ließ Milde walten. Richelieu hatte ihm Breisach und das Elsass als Lohn für seine Mühen versprochen. Bernhard erkrankte kurz darauf und man munkelte, die Franzosen hätten ihn vergiftet, weil sie selbst auf das Elsass scharf wären. Bevor Bernhard dann im Juli verschied, vermachte er das Elsass und Breisach seinen Erben. Aber daraus wurde nichts, weil Bernhards Statthalter Breisach an die Franzosen übergab. Und die behielten es auch, bis 1700 und das Elsass dazu, und zwar dauerhaft. Es sah nicht gut aus für das Reich und die Habsburger. Französische Truppen und das weiterbestehende Heer Bernhards von Weimar schickten sich an, über den Rhein nach Bayern vorzustoßen. Von Thüringen aus bedrohte die schwedische Hauptarmee Kursachsen, Schlesien und Böhmen. Kaiser Ferdinand war nun bereit, über einen Friedensvertrag zu verhandeln. Nur wollte er von den im Krieg gewonnenen Territorien möglichst wenig wieder herausrücken. Als 5 Jahre nach dem Prager Frieden endlich ein Reichstag stattfand, drängten die Stände den Kaiser zum Frieden. Weniger vom Elend beeindruckt als von dem Rückgang der Steuereinnahmen. Fast ein Jahr lang wogte der Streit um die vom Kaiser konfiszierten weltlichen und geistlichen Güter und um eine Amnestie. Heraus kam die Zusage des Kaisers, eine Kommission einzusetzen.